No Hopes Let's Plays. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Direkt im Anschluss mit Mission 6, der Mann, der ihre Ohren stahl. Informationen zum Zielobjekt. Name Viktor, Geschlecht männlich, Größe 2 Meter, Alter 56, Herkunft Österreich. Miss Jubilee, your gift is one that all the world desires. Let's keep it in here. Now, my dear, put on these headphones. Now the sounds you create will only twist and befoul people's emotions. Feelings of kindness and happiness will turn hateful and murderous. People will turn on each other in a brew of turbulent passion. Ich finde dieses mit den Episoden und so, das ist schon echt cool gemacht mit den kleinen Schnipseln. I'm Brian. I run the place. Now that you're here, there's nothing to worry about. Please feel free to... I see. He stole from her the very essence of what it is to be a musician. And he's a musician as well? Bastard. We'll get your precious sounds back to you, no matter what it takes. That's a promise. Now, if you would, please read this and sign. Da hat sie jetzt aber schnell gelesen, den Vertrag. Also es ging ja fix. Here we are. Our music man is on the top floor. If there's anything, I'll use the radio. Good luck. Understood. I'll take care of it. Good answer. Wait. Because our client is pretty? No. Because it's my job. So, das ist mal ein richtiges Level hier. Verschiedene Moves hier durch. Ja, los, ne? So einfache, simple Fazitgegner. Also Dreieck ist wichtig, der gibt uns immer Energie zurück.
an. Okay, kein Entrance, würde ich sagen. Rein in die Hütte. Da ist er. Du schäbiges Stück Scheiße, ich werde jetzt den Kopf abreißen. This is gonna be easy. Ach komm, Mondo, weich aus. Brauch Energie mal wieder. Ah nein, ich wollte die Energie haben. Jetzt will ich die Energie. Verstehe ich aber auch nicht, warum es das nicht auflädt. Das muss man mir mal erklären. Sieht hier aus wie bei den Thys. Another test? Security spike detected. Be careful up ahead. Ach komm, ey. Das mit der Energie ist mir immer noch ein Rätsel. Jetzt komme ich euch holen hier oben. Meine Güte, ey. Ach, jetzt ist mir das weggekommen hier. Ah!
hat schon ordentlich was Stylisches. Oh. Super, dass sie mich nicht getroffen hat. Ach, da haben wir wieder. Sie sollte mir mal lieber Energie geben, anstatt dieses blöde Blut. Oder kann ich das irgendwie umwandeln? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Okay, der sieht ein bisschen krasser aus. Wonder, that door is locked with a retinal scanner. Why don't you use that goon's eyes? Erstmal will ich die fliegenden Viecher hier wegmachen. Weil die gehen mir nämlich ganz schön auf die Nerven. So, jetzt kann ich mich dem Gegner blicken. Zack. Okay, grab that head and get going. Come inside, assassin. This whimsy amuses me. Ohne Scheiß, der Typ ist krass. Entrance to an elevator that will take you to Victor's last known location is at the top of this structure. I can see from the security feed that it's not going to be easy for you. I'll be the judge of that. Ja, ich laufe auch selber rein. Das ist großartig. Wenn ich mir doch wenigstens so einen Boost geben könnte. Ah, Healing Level 1. Logo. Das ist so. Immer ein bisschen, jetzt muss ich dann Blut sammeln. Ach komm, ey.
They've retracted the access bridge behind you. I'll get it back for you. Don't bother. The only way to go is forward. Abgefahrener Scheiß. Jetzt bräuchte ich die Krankenschwester, damit ich Blut auffüllen kann. Hätte ich das mal vorher schon gewusst. Da kommt ab und zu auch mal ein Röschen raus. Gerade sagen, war ich nicht hier, aber das sieht alles so ein bisschen gleich aus. Ziele hier drin. Ja. Dabei kann ich hier gar nichts zerstören. Verwirrt mich das Level total.
sein, der Vogel. Ja, aufgebrochen, jawohl. And I thought I hid myself pretty well. Color me impressed. Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. Ja, jetzt kann ich mich mal einmal hochheilen. Okay. Weiß ich schon. Aber das war's auch hier. Verdammt. Gleich mal eine Treppe. Ich werde ja wahnsinnig bei dem Hin- und Herfahren hier mit dem Aufzug. Ah, das sieht doch aus wie so ein Kontrollzentrum. Einfach wieder. Moment, hier ist ja auch nicht. Obwohl, vielleicht mit dem. Vielleicht geht das mit dem Rover. Komm, steh auf, du Schwachmaß. Kaputt gemacht. Weil immer wenn man so ausweicht, hat man die Chance, so einen Critical Strike zu machen. Das ging jetzt fix. Ja, man hat auch das Gefühl, man hat das, das Kampfsystem immer besser unter Kontrolle. Ähnlich wie bei Metal Gear Rising, wo das auch so war, dass man am Anfang überhaupt nichts gecheckt hat, aber je länger man das gespielt hat, desto stylischer wurde das. Und wir haben jetzt wieder die Rübe hier von dem hässlichen Vogel. Ist da endlich der finale Schalter? Ich erwarte jetzt hier einen starken Gegner. Komm, wirf mir was vor die Füße.
Ja, sowas in der Art meinte ich. Der sieht echt fett aus. Treffen müssen, ey. Aber er ist schon angeschlagen mit seiner Elektrokeule. Ja, komm unter den Monitor hier. Ja, genau. Bam. Auf die Rübe. Ah, jetzt habe ich den großen im Visier. Wow, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Lass mich hier zu Ende kämpfen. Oh, die Punkte. Ratz, ratz. Yep. Stage is clear. Mach mich da rein, geh heilig Munde hoch. Ah, perfekt. Denn ich befürchte, jetzt kommt gleich. Looks like you have some time on your hands. I'm not exactly twiddling my thumbs here. Aren't we supposed to be working? Oh, you're right. Also, das ist auch der Main Fahrstuhl, der uns hochbringt in die Ebene. Even so, this is a pretty tall building. Nothing to be concerned about. It's not nearly as high as our contract fee. Feel like I'm heading to the moon. By the way, do you know what it's called when the moon blocks out the sun? An eclipse? Correct. Why'd you bring that up? I just thought of it because there was a special report on the news. Did you know that the moment the moon blocks the sun, it's called a diamond ring? Well, aren't you the romantic one? Romantic? I'm simply talking about tangible assets. Is there some point you're trying to make? Only that I'm a material girl. What a surprise. Guckt auf die Anzeige, Leute, wir sind schon im Stock 140. Sure is a tall building. Ja, es ist ziemlich hoch. 200 Stockwerke, maybe. Oh. 1000 Stockwerke. What the fuck? Ey, wir können froh sein, dass wir die nicht laufen mussten, die ganzen Stockwerke. Huh?
And so, I will mass produce these sounds of malice and transmit them throughout the world from this very tower, which will serve as an amplifier. Sorry, I think I missed a few key points there. So could you start over with this grand plan of yours? Evil is going to spread, and this world will be purified. Yeah, that's great and all, but I've come to take back her ears. Come to take back? How vulgar. You think I'm vulgar? Take a look in a mirror, pal. Strange. The man in the photo actually isn't bad looking. You don't understand anything, do you? I no longer need a body of flesh, as long as I have Miss Jubilee's ears. Those ears belong to someone else. Your logic makes no sense. But it is a force that can be used for good. It can purify the world. Whatever. I've got work to do. So let's get this over with. I'm here to execute you. Our opinions are very different on this, aren't they? Debating the matter won't get us anywhere. May I suggest we settle this the hard way? Agreed. I shall reveal to you my true form. Like I said, we're done talking. So ein hässlicher Typ. Okay, Bossfight time. Oh, der hat uns voll eingegeben. Komm, was war das denn? Zack, und da ist der Arm ab. Oh, komm schon. Lass mich doch mal Energie aufladen, das schäbige Stück. Das ist immer geil, wenn man im passenden Moment ausweicht. So, jetzt gestalten sich die Kämpfe schon ein bisschen fairer. Was? Er hat sich seinen Arm wiedergeholt? Kommt doch nicht mit so einer Schose in die Ecke. Ah!
übel, wenn dieser blöde Strahl einen trifft. Nein! Wusser. Das ist doch ein Witz, ey. Komm, Mondo. Zack, und jetzt weiter an den Sofa. Okay, das hat mir nicht so ganz geschmeckt. Was? 2 Minuten? Hinter den Boxen kriegt keinen Schaden. Komm schon. Mondo bleibt. Sekunden haben wir noch. Killer is dead. Ist auch nicht, der Fight ist noch nicht zu Ende. The job's done.
Please sign here. Your ears are the envy of the world. Please, take good care of them. Their owner no longer belongs to this world. Do you understand how it feels to have something more important than life itself stripped from you? With this. Hey, what about our payment? Großartig. Da können wir noch nichts mehr machen, wenn der Vogel weg ist. Ja, sogar ein B-Rang. Thank you.